So, hallo Leute, hier ist Narrator LP mit einer kurzen E3-Info. Und zwar fasse ich mal kurz die Microsoft Pressekonferenz zusammen und sag mal kurz, was so abgeht und was so ablief und wie es ablief. Im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich irgendein Gameplay, mal schauen oder halt einen einfachen Screen, also einen Standbildschirm. So, auf jeden Fall hat die E3 angefangen mit einem COD Advanced Warfare Spot, der so unspektakulär war, dass ich ihn nicht weiter FWN nennen will. Dann Forza 5 wurde demonstriert kurz, genauso mit wurde Horizon 2 angekündigt, das mit der Forza Engine läuft. Gut, ich rushe mich hier mal einfach weiter durch. Dragon Age Inquisition, also Dragon Age 3, sah recht nett aus. Ich glaube, es gab so ein CGI-Ding. Falls ich hier nicht alle Spiele erwähne, das tut mir sehr leid und es könnte halt sehr gut sein, denn ich habe später angefangen mitzuschreiben, sodass ich einige Titel möglicherweise ausgelassen habe, ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Sunset Overdrive wurde ein Gameplay gezeigt, was wirklich sehr schön aussah und Lust auf mehr gemacht hat. Dann kam Assassin's Creed Unity. Ich habe hier alle ungefähr nach der Reihenfolge gemacht, wie es auch auf der E3 war. Auf jeden Fall Assassin's Creed Unity mit Koop-Modus. Das Ding, was mich, also eine der wenigen Sachen, die mich wirklich gepackt haben und auf die ich wirklich Bock habe weiter. Dann kam Spark. Das war dieses, wo man alles selbst erstellen konnte. War nicht besonders spannend, für mich zumindest. Dann kam Fable Legends, wieder mit Koop-Modus, fand ich, sah recht nett aus, auch mit einem, der halt gegen diese vier ankämpft, das heißt, vier Leute spielen halt im Koop gegen einen, der halt so einen anderen Modus hat und den Gegnern, also den vier Koop-Leuten Gegner an den Kopf wirft. Sah interessant aus, wird schwer zu balancen sein, ich hoffe mal, daraus wird was. Dann Evolve, Left 4 Dead 2 Macher haben im Prinzip ein Koop-Spiel wieder. Es ist sehr auf Koop getrimmt. Merkt ihr schon hier, das dritte Spiel in Folge, was Koop anbietet. Schreien ja auch alle nach. Evolve auf jeden Fall ist ein Koop-Spiel, wo man gegen gewisse Monster kämpfen muss, also Left 4 Dead mäßig. Dance Central mit Disney-Einlage, komplett irrelevant. Gehen wir weiter. Halo 2 Anniversary kommt raus, sowie Halo 5 war eigentlich klar. An größerer Ankündigung, dass Dedicated Server ankommen müssen und es wurde als Next-Gen Arena-Shooter angekündigt. Mal schauen, was daraus wird. Ich habe ja nach Halo 4 ehrlich gesagt alle Hoffnungen verloren, aber Halo 2 Anniversary sah cool aus. Dann Indie-Games, extrem viele. Microsoft will also wieder auf die Indie-Schiene eingehen und den Indie-Entwicklern zeigen, hey, wir sind doch noch da und wir sind kooperativ. Genauso im Prinzip, wie es auch Sony tut. Dann sah extrem gut aus, war aber nur ein Render-Sequenz, also ein CGI-Trailer von Rise of the Tomb Raider. Also neues Tomb Raider, war eigentlich klar, gab es recht gute Verkaufszahlen. Gehen wir weiter, Witcher 3. Streams zog die Quali sehr runter, zumindest bei mir, obwohl ich auf hoch geguckt habe, aber gut, es hat ein leuchtendes, also der Witcher-Kerl hatte ein leuchtendes Schwert, von daher Kaufgrund, nein, es sah extrem gut aus, das waren Ingame-Szenen, die echt also wenn man die Stream-Quali runterzogenheit mit berechnet, ihr versteht, was ich meine, sah cool aus, Schattenkantenbildung war extrem geil, fand ich, und das war alles Ingame, was echt war schnieke, wo auch ein der Hauptheld den einen Gegner durch in zwei geteilt hat. Das sieht echt geil aus. Leider war ich nie ein Witcher-Fan. Ist also, ja, für mich ganz relativ irrelevant. Gehen wir weiter zu Killer Instinct. Killer Instinct hat der ein oder andere vielleicht schon auf der Xbox gespielt. Für mich auch irrelevant. Wurde einfach nur ein bisschen gezeigt. Was schön, toll. Keine Ahnung, hab nicht allzu viel verstanden. Phantom Dust. Ein CGI-Trailer und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Es könnte ein Beat'em-up sein, weil es nach Killer Instinct kam. Aber jetzt Phantom Dust halt auf jeden Fall. Könnt euch reinschreiben in euer Gehirn. Als nächstes kam The Division, der nächste Trailer. Er sah nett aus, würde ich einfach behaupten. Warum nicht super klasse toll? Weil ich den ersten ziemlich richtig toll fand. Und dieser hat mich da schon so fast ein bisschen enttäuscht. Also ich weiß nicht. Das sah extrem gut aus, weiterhin. Wurde auch sehr, sehr, sehr krass demonstriert, wie so Farbeimer explodieren. War echt eigentlich recht schön, aber ich weiß nicht, das Gameplay war nicht allzu genial, wobei es da auch einen Roboter gab, der ein Topmodel-Roboter, der ganz viel ein Fotoshooting veranstaltet hat und das mitten auf der Straße. Auf jeden Fall sehr cool. Wer es gesehen hat, Respekt an euch, dass ihr das geguckt habt. Scalebound, das nächste sah aus wie Monster Hunter. Ich habe auch mit einem Kumpel zusammen das im Prinzip live geguckt, das heißt, wir waren beide gleichzeitig im TS. Er meinte, das sieht auf jeden Fall wie Monster Hunter aus und hatte auch
viele Animationen, die echt ähnlich aussehen wie Monster Hunter, zumindest laut ihm. Ich habe keine Ahnung, ich habe Monster Hunter sehr wenig gespielt. Auf jeden Fall Scalebound, sah recht cool aus, hatte auch vielleicht einen Koop-Modus, das sah zumindest ein bisschen so aus. So gegen Ende des Trailers. Egal, Crackdown, also Crackdown, so rum. Das ist ein Koop-Shooter, glaube ich, den gibt es auch schon für die Xbox und der kommt halt irgendwie wieder und sah echt mega, mega mäßig geil aus. Der war zwar wieder ein CGI-Trailer, tut mir leid, war wieder ein CGI-Trailer, war aber echt sehr, sehr genial. Also Respekt an die CGI-Leute und das ist wieder ein Koop-Shooter, von daher Koop, 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 ganz viel Koop, finde ich ziemlich cool. The Last Guardians wurde leider nicht angekündigt, naja, wir sehen uns beim nächsten Pressekonferenz. Huhu, bis dahin, ciao.